Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, hier links von mir ist der Bahnhof Malsinsen bzw. der Parkplatz vom Bahnhof. Und hier könnt ihr die Tour starten, wenn ihr sie nachfahren wollt. Ich nehme euch heute mal mit auf einer meiner Lieblingstouren. Durchs nördliche Ruhrgebiet, wenn man so will. Also wir fahren jetzt hier ein kleines Stückchen, ich denke mal so 2 Kilometer, 2,5 vielleicht, noch durch urbanes Gebiet und dann geht's raus ins Grüne. So, wir sind hier am Stadtrand von Mahl unterwegs, Richtung Dreistädteeck, Mahl, Ohr-Erkenschwick und Recklinghausen. Wir sind jetzt hier noch an der, ist das Kreisstraße oder Bundesstraße, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube eine Kreisstraße und dann geht es gleich links ab durch eine kleine Siedlung und dann sind wir endgültig im Grün. Ja, und hier ist das Dreistädteeck. Da geht es jetzt gleich weiter und dann, wie gesagt, hier bin ich schon am Ortsrand. Ja, jetzt sind wir einmal ganz kurz in Ohr-Erkenschwick. Und jetzt hier schon wieder raus. Jetzt fahren wir hier gleich an einer alten Bergehalde vorbei. Man kann auch links über die Halde fahren, mache ich eigentlich noch viel lieber. Aber da jetzt in den letzten Tagen so viel geregnet hat, fahre ich dann lieber hier an der Straße. Und hier ist auch nur ganz wenig Verkehr. Und hier ist auch schön. Ja, hier links die Halde. So, und jetzt sind wir gleich schon auf der ehemaligen Zechenbahntrasse. Das ist hier eine ziemlich kleine Bahntrasse. Ist auch relativ unbekannt, also wirklich nur Leuten bekannt, die hier in der Gegend wohnen. Muss aber schon sehr lange Bahntrasse gewesen sein, ich weiß nicht wie lange. Ich konnte auch im Internet nichts drüber finden. Aber ich fahre hier ganz gerne her. Jetzt geht es wieder Richtung Ohr-Erkenschwick. Also quasi sind wir die ganze Zeit am Stadtrand Ohr-Erkenschwick, bis wir dann abbiegen nach Recklinghausen.
Ja, wenn es richtig heiß ist, ist es auch schön hier lang zu fahren, weil der größte Teil des Weges schon schön beschattet ist. Ja, wir fahren ihn nicht ganz bis zum Ende, weil er endet irgendwann kurz vorm Zentrum, Euer-Erkenschwick. Wie gesagt, für uns geht es dann jetzt gleich weiter Richtung Recklinghausen. Ja, jetzt bin ich von der Bahntrasse runter. Dann geht es ein paar hundert Meter an der Straße entlang. Aber wie ihr seht, breiter Radweg an der Seite. Und dann geht es hier zwischen die Bauernhöfe und dann über die Felder weiter Richtung Recklinghausen. Ja, wenn es so ein bisschen Framing-Probleme gibt, ich bin heute mit einer neuen Kamera unterwegs, da muss ich mich auch noch ein bisschen eingrooven, habe ich noch nicht so hundertprozentig im Griff, wie ich die DJI halten muss, dass alles so im Bild ist, wie ich es will, weil beim Fahrradfahren kannst du ja auch nicht die ganze Zeit aufs Display schauen. Da im Hintergrund kann man die Halde Hohewart sehen. Da fahren wir gleich auch dann dran vorbei. Vielleicht fahren wir auch hoch. Das entscheide ich immer spontan. Und jetzt gibt es gleich mal ein bisschen Aussicht. Da müssen wir noch ein paar hundert Meter fahren. Oh, ein kleines Stück Fahrradstraße. Rechts oberhalb der Häuser ist die Halde Hohewart. Und dann geradeaus gibt es dann jetzt gleich ein bisschen Aussicht. Da bleibe ich dann mal stehen. Ja, von hier aus hat man Aussicht, so grobe Richtung, Sauerland. Und dann geht es hier gleich ganz schön runter. Da muss ich leider die Kamera auch aus der Hand nehmen, weil da brauche ich beide Hände am Lenker. Ja, jetzt sind wir hier am Stadtrand von Recklinghausen, fahren jetzt ein kleines Stückchen auch nach Recklinghausen rein, aber erst sind wir hier noch auf so einem Radweg am Feld vorbei und dann geht es gleich ein kleines Stückchen auch städtisch weiter. Aber das ist nur ganz kurz, bevor wir dann auf die nächste Radtrasse treffen, auf die nächste Bahntrasse. Da treffen wir dann auf das Recklinghäuser Stück oder auf das Recklinghäuser Ende von der Allee des Wandels. Ja, wie gesagt, jetzt kommt man hier ein bisschen durch Stadtgebiet, aber auf den Sonntagmorgen.
Auf den Sonntagmorgen ist es hier auch noch relativ ruhig. Und dann ist das schon okay. Ja, wie gesagt, ist nur ein kleines Stückchen. Dann geht's also quasi bis zur nächsten Ampel. Da geht's dann links. Und jetzt geht's hier gleich wieder links und dann sind wir auf der Radtrasse. Ist nicht mehr viel von der alten Zechenanlage da. Aber halt so ein kleines bisschen noch. Ja, ich stelle gerade fest, hier ist heute ganz schön was los. Auf der Allee des Wandels. Soll ich mal ein bisschen aus der Sonne nehmen, so ist besser. Da ist ganz schön was los hier heute. Aber es geht noch. So, mittlerweile ist die Allee des Wandels dann auch geteert. Aber da vorne geht es dann auch gleich links ab Richtung Hurwart. So, da wo die rote Bank herausschaut, geht es dann jetzt links ab. Da ist doch ganz schön viel Verkehr heute. Kam Rennradfahrer entgegen. Und ein Jogger und noch ein Rennradfahrer. Naja, egal. So, dann sind wir jetzt auf dem Abzweig zur Halde Hurwart. Das soll so die größte Halde hier in der Gegend gewesen sein. Hier kommen wir aber auch nachher wieder zurück. Also wir machen jetzt nur einen Abstecher, einmal hin und rauf auf die Halde und denselben Weg wieder zurück. Aber hier kannst du rollen lassen. Ja, und weil ich immer wieder gefragt werde, warum kommen in letzter Zeit so wenig Videos? Ja, es hat zum sehr großen Teil mit meiner rechten Schulter zu tun gehabt. Da war schon ein sehr großer Schaden, also Sehnen angerissen und Impingement, also Engel-Syndrom und. Es war so einiges, was mit viel Physio und Reha-Sport dann jetzt so im Griff ist, sag ich jetzt mal. Und ja, dann zum anderen war eigentlich der Plan, dass ich Anfang des Jahres wieder mit Videos durchstarte und dann ist so einiges familiär passiert. Ist aber jetzt mittlerweile dann alles in Ordnung. So viel dazu. So, jetzt rollen wir langsam auf die Halde zu. Fahren aber dann unten am Fuß der Halde entlang Richtung Herten, um dann den direkten Weg hochzufahren. Habe jetzt keine Lust, die kleinen Serpentinen zu fahren, weil sind heute so viele Leute unterwegs. Und dann auf den kleinen Serpentinen, die ich sonst hochfahre, wenn dann da so viele Wanderer unterwegs sind, dann ist das blöd. Weil das sind zum Teil dann auch nur Single Trails. Da fahre ich dann lieber auf dem großen Weg. Da seht ihr schon die Halde. Wie gesagt, dann fahre ich lieber auf dem breiten Weg da hoch. Das passt dann schon. Im Moment endet die Radtrasse hier noch an diesem Zaun von diesem Tunnel. Aber die Ämter und die Emscher Genossenschaft, die wollen den Tunnel jetzt hier endlich für die Öffentlichkeit aufmachen, dass man hier mit dem Rad dann durchfahren kann. Bin mal gespannt, wie lange das noch dauert. Ja, ich fahre jetzt hier an der Halde entlang, also zwischen Halde und A42, die ihr jetzt im Hintergrund hört, bis zu so einem kleinen Parkplatz an der Zeche Ewald.
Und von da aus kommt man dann über einen breiten Weg den Berg hoch. Bin heute mit dem E-Bike unterwegs, da bin ich nicht auf die Serpentinen angewiesen. Da kann ich auch den direkten Weg hochfahren. Na, sind dann gleich da und dann geht's mal hoch. So, bin oben. Zeche Ewald. Da im Hintergrund Schalke Arena, Veltins Arena. So, und hier mache ich jetzt mal ein kleines Päuschen. Ja, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Da hinten geradeaus sind zwei Wassertürme. Da kommen wir gleich dran vorbei, wenn wir nach Hause fahren. So, jetzt genug Pause gemacht. Jetzt werde ich mal sehen, dass ich, wie gesagt, da Richtung, da sind sie, Richtung Wassertürme fahre. Und heute ist ja Muttertag, da will ich dann zum Mittag auch zu Hause sein. Jetzt muss ich nur erstmal die Stelle finden, von wo aus es runter Richtung Zeche Ewald geht. Wenn du hier die falsche Abfahrt nimmst, dann kommst du ganz woanders raus. Aber ist schon eine tolle Aussicht von hier oben, muss man ehrlich sagen. Aber ist auch Bombenwetter, ne? Trotzdem noch recht trübe. Da ist auch noch genug Luftfeuchtigkeit. So, ich glaube, da geht's runter. Ja, da geht's runter. So, wieder unten. Jetzt geht's dann zurück zur Allee des Wandels. Und hier ist gerade richtig was los. So, jetzt sind wir wieder auf dem Abzweig Richtung Allee des Wandels. Und von da aus geht es dann wieder zurück Richtung Mahl. So, dann sind wir gleich in Herten. Überqueren wir einmal die Straße und dann sind wir dann auch schon fast wieder einmal. So, jetzt habe ich die Allee des Wandels verlassen. Jetzt geht es hier einmal gut steil den Berg rauf. Richtung Wassertürme, Richtung Scherlebeck. Ja, und
langsam aber sicher geht es dann wieder Richtung Mahl. So, da sind die Wassertürme. Wir fahren jetzt hier am Feldrand entlang. So, jetzt sind wir von der Allee des Wandels weg. Wie gesagt, und unterwegs zwischen Herten, Recklinghausen und Mahl. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau die Grenze liegt. Ob wir hier noch in Recklinghausen sind oder schon im Mahler Stadtgebiet, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Vorbei am Flugplatz Lohmühle, der durch Müllemann eine komische Bekanntheit gekriegt hat, sage ich jetzt mal so. Ich hoffe mal, man kann es sehen. Da landen gerade ein paar Fallschirmspringer. Ein paar ist gut, sind schon ein paar mehr. So, jetzt sind wir gleich auf jeden Fall wieder im Mahler Stadtgebiet zurück. An der Freiwilligen Feuerwehr Lenkerbeck kommen wir dann wieder in die Stadt rein. Da brauchen wir nur noch ein bisschen die Straße runterrollen lassen bis zur Hauptstraße. Und dann fahrt ihr rechts wieder zurück Richtung Bahnhof. Ich fahre an der Stelle geradeaus, weil es für mich der direkte Weg nach Hause ist. So, hier sind wir wieder zurück in Mahl. Ja, ich bin jetzt auch gleich wieder zu Hause, unterwegs zu meiner letzten Meile. Ein Stückchen ist es noch. Ich fahre jetzt hier an der Halde Hohewart vorbei. Nein, nicht an der Halde Hohewart. An der Halde Bringvorzeide fahre ich jetzt hier vorbei. Aber zwischen A43 und Bringvorzeide. Ja, hier ist eine kleine Straße, die eigentlich auch nur aufgrund der Halde hier so existiert, wie sie existiert, würde ich sagen. Und von hier aus geht es dann gleich nach Hause. Ja, ich bin dann mal gespannt auf die Bilder und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.